Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge. Am heiligen Morgen nehme ich das Ganze auf. Ja, das ist mein Büro, das haben wir gestern bekommen. Ist jetzt ein bisschen leer. Ich habe die ganzen Möbel mal verkauft. Habe ich ja in der letzten Folge schon etwas angefangen. Und ich würde sagen, heute machen wir vielleicht mal unseren ersten Auftrag. Nur was machen wir denn? Machen wir zum Start den hier. Hier ist ja, so wissen Sie, ich habe ein Problem. Meine Eltern sind übers Wochenende verreist. Wir hatten eine Party mit unseren Freunden. LAN-Party mit Minecraft. Wer kennt sie nicht? Einige Dinge sind nicht so gelaufen, wie wir es gerne hätten, weil Bartek in einer Badewanne gekleidet geschlafen ist und vorher ein Bad nehmen wollte. Jetzt muss die ganze Küche aufgeräumt werden und viel Wasser ist abzuwischen. Ich werde sie mit Gold behängen, wenn sie rechtzeitig alles schaffen. Ich will nicht, dass Mutti keine Mahlzeiten mehr für mich vorbereitet. Dann gehen sie in den Supermarkt und holen sich was. Na gut, das akzeptieren wir mal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Flur. Dieser Auftrag ist zeitlich begrenzt. Wenn du das gesetzte Limit einhält, wird dich der Auftraggeber bestimmt einen Bonus beschenken. Okay. Ein bisschen besser hingucken. So, Müll rausbringen. Upgrade. Düdelüdelüt. Düdelüdelüt. So, jetzt geht das Ganze auch schneller. Okay, Küche. Ah, hier. Ach du Heiliger. Man muss also erst einmal aufgeräumt werden. Sie ist schon fein. So. Räume ich mal das weg. Also wer hier Party gefeiert hat, den will ich nicht kennenlernen. Nicht verschieben, das wollen wir nicht. Hier den ganzen Müll weg. Hä? Ach, hier. Nee, da leuchtet ja gar nicht. Ah, hier. Ich mich mal ein bisschen beeilen. Schmutz beseitigen. Mm-hmm.
Ich fand es auch so frech, wie das hier in dem Text steht. Die Eltern nicht da, der feiert eine Party, passt nicht drauf auf, was seine Partykameraden machen. Und dann die EL-Katastrophe grande. Und wir dürfen das Ganze noch sauber machen. Also das ist mehr als frech. Ich glaube, hier schon das Badezimmer zu sein. Also nicht, dass wir jetzt rein schwimmen müssen, weil der Teamkamerad ist angeblich etwas geflutet hat, das Bad. Wir sollten auch etwas auf die Zeit achten. Und von der habe ich nicht mehr so viel. Ich mache jetzt erstmal das hier. So, hier mal den ganzen Müll raus. Wegbringen. Wischen ab. Das Thema gewischt. Beim nächsten Mal bringen die das in Ordnung, ne? Das können sie ihrem Sohnemann gerne sagen, dass der es weggewischt. Hier fängt es wegen der Feuchtigkeit schon an zu schimmeln. Kannst du diesen Auftrag früher abschließen? Ich versuche mal, so weit zu kommen, wie es geht. Wenn die Zeit knapp wird, dann beende ich den. Hä? Müll? Ach, da. Nee. Ah, hier vielleicht. Ah, ja. Ui, die ganzen Flaschen, das wird für uns gutes Geld geben. Pfandgeld. Alles schaffe ich. Geschafft! Leider hörte meine Mutti auf, Mahlzeiten weiter zu bereiten, als sich herausstellte, dass wegen unserer Party der Keller überflutet wurde. Trotzdem, hier ist das Geld. Da hätten wir gar nicht erst kommen müssen. Der Kunde ist begeistert. Schön. Normal. Das Spiel wurde nur von Männern entwickelt, ja klar. Gibt's eigentlich Frauen im Handwerkerbereich? So, jetzt können wir mal anfangen, das Ganze hier zu reparieren. Erstmal. Ah, nee, bevor ich Vorhänge mache. Nee. Shop. Würde ich sagen, mache ich mal erstmal neue Tapeten. Ja, die werden dann später freigeschaltet. Kaktus Freak.
Ich nehme mal. Passt das hier irgendwie gut zu einem. Die kostet so viel wie die Autobahneinfahrt. Ja, die ist teurer. Was sind das hier für Beschreibungen? Ja, ich nehme jetzt das hier. So. Ach, hier innen auch noch. So, jetzt ist mal dieser dämliche Fleck hier weg. Fliesenverlegungen. Eine interessante Fliese. Ich würde sagen, mit den Tapeten würde ich sagen, mache ich bis zur nächsten Folge weiter. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen. Dann gebt einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Wenn ihr Tipps habt, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich sag mal so, wenn ihr irgendwas auf dem. Okay, wir haben einen Coin bekommen. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt oder so, irgendwas, was ihr gerne mir mitteilen möchtet, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ach genau, abonniert noch den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, Leute. Ciao.